Hallo, meine kleinen Bastelschlawiner. Nachdem wir gestern schon diesen und diese Stanze gemacht haben, die Stanzen habe ich jetzt schon weggeräumt. Ja, habe ich. Ja, wolltest du das nochmal sehen? Übrigens, ich bin jetzt schon voller Kleber, weil ich hab die ganze Zeit gebastelt. So, also diese hier gemacht haben und diese hier gemacht haben. Habe ich mir gedacht, gehen wir doch heute mal an diese Stanze und an die. Ich kann euch gleich sagen, das wird eine kleine Huselei. Da ist das nichts dagegen. Nichts. Und ja, dann wünsche ich euch mal ganz viel Spaß dabei. Und wir sehen uns im Anschluss mit den fertigen Resultaten. Bis denne! Und da bin ich wieder. Das war mein Resultat. Also wie gesagt, das ist eine Futzelarbeit. Ich wollte unbedingt das Gesicht in einer anderen Farbe haben wie die Haare und ach, die Flosse und keine Ahnung. Werde ich nächstes Mal nicht mehr so aufwendig machen. Da werde ich wahrscheinlich als die Haare als Grundstanze stanzen, damit ich da nicht mehr so rumschnipseln muss. Genau, diese Dame hier habe ich aus den Resten gemacht, habe ich hier zusammengefügt, die Reste, wo ich noch hatte, da ist die hier entstanden. Und dann haben wir noch
Den Anker hätte ich auch ein bisschen schöner ausschneiden können, aber naja. Genau, das sind unsere Stanzen bis jetzt, unsere ersten vier Stanzen. Es folgen aber noch ganz, ganz, ganz viele. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ach, übrigens, wenn man hier die Dingsbums ausstanzt und in mehreren Farben ausstanzt, da bleiben so schöne Teufelsschwänzchen übrig. Wollte ich nur mal so sagen, weil mir gefallen die wirklich gut. Gut, wir sehen uns bald wieder. Ich hab euch lieb und ganz viel Spaß beim Basteln. Bussal!